So Leute, und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Resident Evil 4. Und zwar haben wir das letzte Mal Ashley befreit aus den Klauen des Bösen, sind aus der Kirche rausgesprungen, aus diesem Fenster, und jetzt haben wir sie an der Backe. Jetzt beginnt der Spaß erst richtig. Und ja, das Geile war, wir konnten hier direkt abspeichern, ohne Schreibmaschine. Deswegen hat das mit den Parts letzte Mal eigentlich super gepasst. So, und jetzt aber schon Salat. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir nämlich hier schon ab... Ach, aber wir könnten das hier, glaube ich, komplett verbinden. Genau, das geht im Detail. Man kann das instant verbinden. So, und natürlich Gold. So, wir müssen natürlich auch auf Ashley aufpassen, ne? Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Also wenn sie verschleppt wird oder stirbt, ist es für uns auch hinüber. Erfolgreich geöffnet. Und ich weiß gar nicht, was gerade unser Ziel ist. Aha. Der wütende Mob ist mal wieder unterwegs. Der wütende Mob möchte... Warte mal, hier von links dröhnt doch auch irgendwas, oder? Boah, Ashley, ey, du kannst doch nicht... Mein Bildausschnitt links ist so gering und sie steht mir wirklich hier mitten im Wege. Kann ich das irgendwie... Okay. Ich glaube, ich kann da drauf ballern. So, das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt, ne? Genau, Ashley, Kopf runter. Zack. So, den darf ich natürlich nicht... Genau, den darf ich den Kopf nicht runterballern. Das, was ich gerade gemacht habe, das wollte ich eigentlich vermeiden. So, wir müssen versuchen, die jetzt hier einzeln in die Knie zu zwingen. So, das ist ganz gut. Ja, geil, ne? Also ich habe auch sehr großes Glück, dass die gerade so einen Bollerwagen dahingestellt haben. So ist es halt, ne? Vatertag. Und dann dieses hochprozentige Zeug da hinten drauf. Das geht schon mal nach hinten los. So, aber ansonsten hat der Wagen, glaube ich, hier relativ gut alle dezimiert, alle Gegner. Ich glaube, unser prinzipielles Ziel ist es gerade wieder zurück an den Anfang zu latschen. Obwohl uns ja gesagt wurde, dass der Parasit in uns ist und in Ashley. Deswegen... Keine Ahnung, das ist eigentlich keine gute Idee. Weil wir müssen den ja irgendwie loswerden, ne? Der prinzipielle Plan, da oben, der Bösewichte, war es natürlich, dass wir sie jetzt befreien und zurück nach Amerika gehen und dass der Parasit sich dann in Amerika ausbreitet. Der Plan geht ja derzeit auf, wenn wir zurückgehen würden. Das heißt, wir müssen das Ding ja irgendwie aus uns rauskriegen. Ne? Und aus ihr. Oder aus uns, und wir hauen ab. Ich meine, ganz ehrlich, ist sie so viel wert? Hast du was Geiles für mich? Ich meine, was wäre jetzt gewesen, wenn das nicht die Präsidententochter gewesen wäre, sondern die Tochter vom Nachbarn hier? Und nein, der Nachbar ist nicht der Präsident. Dann würde es keine Socke würde es interessieren. Ne? So ist das. So ungerecht ist die Welt. So, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was. Hier, wir haben viel zu viel. Das Katzenäuglein, die Spinals, können wir eigentlich wirklich mal so ein paar verkaufen. Machen wir einfach mal 5 weg. Zack. Thank you. Das nicht, das nicht. So, dann gucken wir mal. Wir können... Die wollen wir, den Punisher. Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit, Kapazität. Das will ich auf jeden Fall... Will ich auf jeden Fall machen. Dann wollte ich die Pumpe ja eigentlich nochmal... Ja, die Feuerkraft... Ah, das gibt's doch nicht. Ich hätte... Dann müssen wir natürlich hier nochmal was verkaufen. Warte mal. Verkaufen. So. Machen wir nochmal. Wie viel brauchen wir? Ja, wir brauchen... Oder ver... Nee, das machen wir nicht. Also das hier unten, rote Katzenaure, die Markierung am Stein legen, nahe, das ist eingefasst. Genau, also das kann ich dann irgendwann mal wo reinmachen. Und dann ist das mehr wert. Das heißt, ich muss hier 3 verkaufen. Nee, warte mal. 3 verkaufen. So, 3 verkauft und jetzt kann ich mein Gewehr hier upgraden. So, hat er jetzt eigentlich... Ach, egal. Ne? Egal. So, nein, nur nicht egal. Wir gucken nochmal ganz kurz durch. Wir haben ja... Unser Repertoire ist relativ voll. Deswegen würde ich mal sagen, wir müssen eigentlich schon ein bisschen was verkaufen, damit wir wieder was einsammeln können. Hier zum Beispiel die Blendgranaten. Da können einfach mal 2 weg. 2. Ah, das mache ich nicht. Ich verkaufe es nicht. Nein, es ist dumm. Ich werde auch keine Waffen verkaufen.
Die habe ich hier mühevoll gesammelt. Irgendwann werde ich sie brauchen. Also jetzt kommt wirklich so ein bisschen der Part, wo ich schon nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Daran konnte ich mich mal erinnern, dass man sie irgendwann an der Backe hat. Aber wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht mehr. So, es war auch immer sehr einprägsam, diese ersten Bosse, ne? Dieses fischähnliche Wesen. Dann dieser Riese. Und wir können nochmal abspeichern. Das machen wir auch. Wir speichern ab. Wir nutzen die Gelegenheit, um auf unser System nochmal zuzugreifen. So. Und trink nochmal ein warmes, koffeinhaltiges Getränk. Namens Kaffee. Okay. Was? Wir haben schon 3 Stunden 20 gespielt. Und das Spiel ist noch sehr lang. Also ich vermute mal so 10 bis 15 Stunden wird man brauchen. Dadurch, dass ich es halt auch nicht mehr so in- und auswendig kenne, um genau zu sein, gar nichts mehr weiß. Ararello, das ist doch ein leckerer Müsli-Riegel, oder? Komm mal her, Ararello. Zack. Schön auf den Deckel. Fuck. Achtung, Ashley, weg da. Ashy McBashy. Jawohl. Hallo, genau. Umfallen ist jetzt mal angebracht. So, aber wir können ja mal auf die Karte gucken. Ich glaube, da werden sogar die aktuellen Ziele eingezeichnet. Wir können aber noch mal hier hochgucken. Ich glaube, hier haben wir noch nicht alles abgesucht. Ich meine, jetzt zurückgehen, dort, wo die Polizisten waren. Oh, was war denn da? Das ist ja blödsinnig, ne? Das ist ja echt blödsinnig. Denn das Auto ist ja geschrottet. Ach, jetzt ist die hier ständig im Weg. So, jetzt ist Ashley nicht da. Auffangen, genau. Hopp. Geil. Die kann hochklettern, aber nicht runterklettern. Weißt du, Leon ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das geht irgendwann ins Kreuz. Ach, guck mal, der Scheiterhaufen ist abgebrannt. Und der Polizist ist entweder jetzt hier so ein bisschen Asche geworden, oder er ist ein Teil der Nahrungskette geworden. Das kann auch sein. Schön kross. So, ich glaube, wir müssen echt auf die Karte gucken. So, die Karte. Wo müssen wir hin? Offen, Schlüssel, bekannt, unbekannt, verriegelt, Ziel. Ziel. Okay, wir müssen wieder da hoch. Aber das ist ja zu. Da ist doch zu. Wir müssen aber hier oben wieder lang. Da ist blau. Mini-Auftrag. Ach, das sind diese blauen Teile. Dann müssen wir hier oben lang? Nee. Wir müssen unten lang, oder? Nee, hier oben da lang. Ach, ich hab keine Ahnung. Aber wir sind da relativ richtig. Hoffe ich. So, Ashy McBashy, bitte mal mitkommen. Nicht da, ich tue dies. So, komm her. Oh, oh, da kommt einer. So, wir... Achtung, 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 Achtung. Ne, hier sind überall Fallen. Pass auf, Falle. Ach so, er kann durchrennen. Er kann durchrennen, ich darf nicht. Oh, die olle Schabracke, ich hab's doch noch gesagt. Warum lädt er denn jetzt nach? Was soll denn das? Leon, hast du deine Intelligenz jetzt an sie angepasst? Wieder mich ver... Die Olle ist ja wohl die letzte Holle. Die Holle ist die Holle. Was ist denn jetzt, Ashley? Boah, ich hasse sie. Ich hasse sie. Kein Wunder, dass sie entführt worden ist. Da kam bestimmt irgendeiner an ihrem College vorbei und hat ihr einen Bonbon angeboten. Und die ist mitgerannt. Boah, ist die dumm. Boah, du bist so dumm. Du bist so dumm. Boah, Gott. Deine Eltern haben wahrscheinlich das College bezahlt und... Jetzt trät doch hin. Boah, die Olle, die ist echt... was ist denn jetzt? Er hat sich von der Intelligenz jetzt wirklich an sie angepasst. KI-Mod deaktiviert. Warum? So, er brennt. Ashley, einen Schritt zurückgehen wäre angebracht. Ist nicht. Alles klar. Oh, Kacki. Oh, die Olle, die nervt, Alter. Gibt es nicht irgendeinen Mod, dass man die deaktivieren kann? Na gut. So, jetzt ist hier Pumpenzeit. Hoffentlich treffe ich auch Ashley.
guck dir das an, wie viel dieses wurmartige Gewächs aushält. So, das muss jetzt sein. Die kommt hier niemals durch. Die wird wieder hängen bleiben, die Olle. Die ist so dumm. Du bist so dumm. So, einfach nur genau hinter mir bleiben, ne? Genau hinter mir. Überleg mal, ey. So eine wird dann einfach noch Präsidentin. Mein Papa war Präsident, jetzt bin ich's auch. Ja, dolle Wurst. Ganz große Kackwurst, ey. Kein Wunder, dass die Amerika hier, dass da alles in den Bach runtergeht. Das ist doch klar. Das ist völlig logisch. Mich wundert da nichts. So. Wir können's nicht nehmen, dolle Wurst. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir einen Salat. Wir fressen das Ei. Wir haben sowieso ein bisschen Energieverlust gehabt. So, das esse ich selbst. Das esse ich selbst. Brauchst gar nicht so zu glotzen. Frisches Ei. Sarah und die andere. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater Jäger in dieser Gegend war, gezeigt hat. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. Wäre sein Großvater noch am Leben, könnte er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er vor dem Ei in seinem Körper erfahren, dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist, ist besorgniserregend. Ah, also es funktioniert tatsächlich, dass man den Parasiten wieder rauskriegt. Was mir auch Sorgen macht, Alter, was habe ich denn hier für einen Sprachfehler, ist, dass Luis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Er muss noch jemanden geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Luis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihm ein weiteres Ei injizieren. Dann wird derjenige, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Okay. Luis, keine Ahnung. Luis. Ist das vielleicht der Polizist? Ist ja auch so ein neutraler Name, ne? Das kann ein Männchen, kann ein Weibchen sein. Und ich fand, er sah auch so metrosexuell aus. Oder war er einfach männliches Model? Das kann auch sein. Man weiß es nicht. So, wir speichern ab. So, da ist schon mal so ein komisches Zeichen. Aber das, weiß ich nicht, was heißt das hier eigentlich? Nehmen. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen, 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Das wissen wir schon. Haben wir schon. Dafür haben wir doch diese wunderschöne Waffe in meiner Hand bekommen. Ararillo, Ararillo. So, sind hier noch diese Monsterkühe. Die fetten Monsterkühe, die sind ja wirklich, die sind aber alle weg, ne? Das ist erstaunlich. Die haben auch genug. Da oben haben wir auch noch eins. Ja, ich brauche nur 10 Medaillen, ne? Scheint ja auch da 10 oder mehr. Von daher überhaupt nicht relevant, hier weiter vorzugehen. Okay, wir müssen da hoch. Da gibt es natürlich noch relativ viel zum Einsammeln. Hier ist sowas hier. Nehmen wir natürlich gerne mit. Da haben wir auch noch ein blaues Etwas. Okay, von rechts kommt, glaube ich, keiner. Die werden wahrscheinlich hier hochkommen. Tschüssi! Das lohnt sich jetzt aber definitiv mal für eine Granate. Aber sowas von. Dann nehmen wir einfach mal die fette Handgranate. Denn die Brandgranate ist, denke ich, dann doch effektiv gegen die Bosse. Tschüssi! Leider nicht so viel gebracht. Also die Gegner sind tot, das schon. Aber ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen mal geile Sachen verlieren. So, Ashley, warte mal. Follow me. Nee. Du waitest jetzt mal eine Runde. Du bleibst da oben, denn hier unten sind Fallen und sie hat im Leben einfach noch nicht gelernt, was Fallen sind. Das muss man auch akzeptieren, das muss man irgendwann lernen. Und mit ihrem zarten Alter von, was weiß ich, wie alt ist sie, 25? Da weiß man das eben noch nicht. So, das kann ich natürlich nicht nehmen, ne? Das kann ich jetzt nicht nehmen. Übel, übel. Na gut, das können wir aber auch kombinieren mit dem hier. Where are you going, Leon? Ach, hör doch mal auf zu schreien. Da willst du nicht aus dem Haus schleichen, damit die Alte das nicht mitkriegt und dann grölt die hier so rum. Oh, wird sie gerade verschleppt?
Was machst du? Oh, du Olle. Weh, du stehst jetzt drin. Mal wetten, jetzt tritt sie rein. Jetzt tritt sie gleich rein. Nee, sie kriegt es tatsächlich hin. So. Zack. Auf die Schnauze. Du Olle. Guck's dir an, Ashley. So wird man irgendwann aussehen, wenn man im Leben nichts lernt. Wunderschön. Ab und zu sollte man sich auch mal kennen. Meine Güte. So. Wir haben den Punisher dabei. Ich bestrafe dich mit deiner Hässlichkeit. Alter, die hält zu viel aus. Der Busen ist noch da. Der Busen sitzt. So, zack. Fuck. Zack und fuck. Sehr gut. Kommt Ashley eigentlich auch mit? Follow me. Ah. Wait. Follow me. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da ist sie. Das war Glück. Ich wusste jetzt nicht, dass der hochkommt. So, wir probieren es noch mal im Schädel. Jawohl. Da. Doch nicht. Manchmal kann man ja Glück haben. Dann bleibt der Parasit in seiner Eiform. Aber okay. So können wir es auch machen. Weg damit! So, komm her. Ich meine, es ist schon cool gemacht, ne? Oder sagen, man muss erstmal auf diese Idee kommen, dass man wirklich so eine schöne Frau an der Backe hat. Aber es ist schon in manchen Situationen halt ein bisschen nervig, dass die so extrem unselbstständig ist. Einer reingelatscht. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Ach was, man kommt nur mit ihr hier lang. Das ist ja geil, das wusste ich auch nicht mehr. Das heißt, ich wäre am Anfang gar nicht hier lang gekommen. Ah, geil. Das ist natürlich echt clever gemacht. Dadurch eröffnen sich jetzt natürlich komplett neue Wege. So. Okay. Der Händler, der hat es mal wieder geschafft, auch ohne Frau hierher zu kommen. Clever, clever. Welcome. Got a selection of good things. What are you selling? Oh ja. So, wir müssen ja eben was verkaufen, ne? Warte mal, was wollen wir überhaupt kaufen? Der Punisher braucht eigentlich mehr Feuerkraft. Feuergeschwindigkeit, Kapazität ist eigentlich nicht so wichtig. Sturmgewehr, Feuerkraft, ich meine, ich schieße, der Kopf ist ab. Was will ich mehr für Feuerkraft? Geht ja nicht, ne? Das wäre ganz gut, dass ich das Ding nochmal hochlevel, denn das ist der absolute Bosskiller. Diese Waffe ist wirklich einfach krass. Und da dann nochmal... Was habe ich denn überhaupt noch? Nichts weiter. Okay, wir brauchen 15.000. Ja, machen wir das doch mal. Reicht das? Das reicht. Reicht das? Das reicht doch auch. So. Dann tunen wir mal. Ne? So. Geil. Reicht. So, dann müssen wir mal gucken, was wir noch verkaufen. Munition verkaufe ich nicht, ne? Ist klare Sache. Das werde ich nicht verkaufen. Handgranate habe ich auch wieder gefunden. Ich habe echt einfach zu viel. Ich bräuchte eigentlich noch meinen neuen Koffer. Aktenkoffer M. Habe ich schon. Ich brauche noch einen größeren Koffer, Mann. Kann der mir nicht mal einen hier hinkoffern? Hab halt so viel Munition. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich könnte natürlich nochmal einen Upgrade kaufen, dass ich mit der Pistole mehr nachladen kann. Oder mit der Schrotflinte. Dann nimmt das weniger Platz weg. Wie viel kostet das denn hier? Ladegeschwindigkeit, Kapazität. 8.000. Das geht ja sogar. Punisher. 10.000. Okay, das machen wir jetzt mal. So, dann muss ich natürlich jetzt hier wieder meine letzten Spinals noch reinhauen. Das reicht auch nicht. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Okay, dann war's das. Come back anytime. So. Das sieht irgendwie sehr, sehr bedrohlich nach einer Falle aus. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it.
Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Ah, wundervolle Nachrichten. Das Ding wurde abgeschossen und sie schicken einfach einen nächsten Helikopter. Das klingt clever, ne? Die Gegner haben ja nur eine Bazooka gehabt. Nur eine Bazooka, ein Schuss und dann ist vorbei. So, was ist das für ein sehr bedrohlich wirkendes Haus? What are we gonna do, Leon? Hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin! Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. So, die Dialoge sind natürlich echt der letzte Nonsens, aber ich vermute mal, wir sollten das hier mal hinschieben, dass die hier nicht reinkommen. Okay, das wird nichts. Du stehst im Weg, Kollege. Du machst nichts und stehst im Weg. Machen wir mal hier davor. So, ich habe das Gefühl, die kommen auch von oben. So, schnell das Ding hier davor schieben. Weiß halt nicht, ob das so lange hält. Oh, jetzt habe ich das eingedroschen. Jawohl, jawohl. Der hat einfach... Oh, ich habe das Gefühl, die sind drin. Nee. Der Schrank hält. So, machen wir den Schrank auch noch hier hin. Sehr gut. So. Hier ist auch noch was. Scheiße, irgendwas ist kaputt. Oh, oh. Zack. Was ist eigentlich, wenn er stirbt? Ich habe keine Anordnung, ihm zu helfen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wäre das eine Granate wert? Oh, fuck. Ashley, alles gut, ich komme. Meine Güte, ich bin gleich tot. Jetzt wird es mal Zeit, dann doch mal ein Heilkraut zu futtern. So, ich gehe einfach mal hier hoch und versuche jetzt hier alle abzufangen. Das Gute an der Waffe ist, ich kann ja zwei auf einmal treffen. So, wir haben genug Schuss. Wir haben gut gesammelt. Und deswegen werde ich es nutzen. So, das war ganz gut. Die Treppennummer hier, die könnte man eigentlich wieder benutzen. Und weg mit dir. Er macht das aber gut, ne? Er macht das gut. Oh, nach hinten geschnetzelt, der alte Sack. Das gibt's nicht. Nach hinten geschnetzelt und mir einfach die Hälfte der Energie abgezogen. Das ist übel. Habe ich noch irgendwas Geiles zum Heilen? Naja, muss ich ja das nehmen, ne? Ich habe das Gefühl, wenn ich noch einmal getroffen werde, dann bin ich instant tot. Von daher nehme ich das lieber. Unten liegt ja, glaube ich, auch noch was Grünes. Okay, Pumpenzeit. Pumpenzeit ist Energyzeit. Zack. Und dann hauen wir gleich nochmal eine schöne Brand... Nee, die normale, schöne... Ach doch, Brandgranate. Falls noch irgendwer anders reinläuft, dann sei es allen gegönnt. You're gonna die. So, nachladen. Ach, hier oben liegt auch noch was. Ach, und da kommen die nächsten. Wie wunderschön. Nehmen wir mal die Pumpe. Wir haben relativ viel von der Pumpe, von daher lohnt sich. Kommen die nächsten bitte. Zack. So, das sind... Na gut, es sind noch relativ viele. Es sind noch drei, da kann man ruhig die Pumpe nochmal nehmen. Ich weiß gar nicht, was das derzeitige Ziel ist. Ich meine, es kommen unendlich viele Gegner. So, der lebt nicht mehr. Der ist hinüber.
Und wir kriegen noch ein bisschen Munition, das ist nicht verkehrt. Maul. So, wo ist denn der andere Typ hin hier? Der ist doch irgendwie weg. Warum ist der weg? Das gibt's nicht. Der ist einfach abgehauen. Oder er ist tot. Daneben. Zack. Warte mal. Oh, fuck. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ich muss weg. 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 Da lohnt sich tatsächlich nochmal eine Granate. Ficker. Bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay, Mann. Ich stehe hier voll im Sprudel drin. Wie bist du denn da hochgekommen? Okay, Granate. Granados. 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 Zack. Jawohl, ja. Oh, ich will das Zeug da unten haben. Ich will das haben. Das ist bestimmt gleich eine Cutscene und auf einmal sind wir weg und ich kann nichts mehr mitnehmen. Ficker. Das war wieder dumm von mir. So blöd, so dumm. Alter, wie kann ich so dumm sein? Oh, weil ich wie so eine dicke, fette Elster hinrenne und will gleich wieder alles haben. Das ist so dumm. Was ist es? Dumm. So. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Das nimmt jetzt nur so ein bisschen Energie. Gibt mir das. Das heißt, da müssen wir wieder eine Granate nehmen. Sehr schön. Der hat gesessen. Okay, Pumpenzeit. Wir haben die Munition. Wir benutzen die Munition. Jetzt heißt Feuer. Bang, bang. Komm schon. Oh, oh, lad schneller. Das gibt's doch alles nicht. Alter Latz, das war echt eine... Das war eine geile Action, aber ich muss... So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Und damit das Ende des Kapitels 2.2. Es geht natürlich weiter mit Kapitel 2.3. Wollen Sie speichern? Wir wollen auf jeden Fall speichern. Und ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hätte jetzt wirklich mehr gedacht, wie es hier weitergeht. Ich dachte, vielleicht muss ich oben irgendwie was machen und dadurch das Ende herbeitriggern. Aber zum Glück war es dann doch nicht so. Es war einfach nur ein fetter Wellenmodus. Und ich glaube, diese Mechanik, die wird dann in Evil Within, wird dann nochmal wieder aufgegriffen. Das ist ja so der indirekte Nachfolger von Resident Evil 4. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. So, wir haben abgespeichert. Wir haben ordentlich auf den Sack bekommen. Wir können hier nochmal ein bisschen was einsacken. Und ich weiß nicht genau, warum ich so viel gelbes Kraut kriege. Denn das gelbe Kraut ist ja jetzt nicht so das Beste. Das ist, glaube ich, gegen Vergiftung. Und wir wurden ja nicht vergiftet. Von daher ist das eigentlich immer blöd, wenn ich das benutze. So, was war hier oben los? Hier oben war gar nichts, ne? Aber irgendwie sind sie doch hier oben reingekommen. Ich habe keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall wieder schön einsacken. Oh, hier war noch was. Geil, wir können alles wieder nehmen. Was ist das eigentlich? Kann man das aufmachen? Warum hat sie sich da drin nicht versteckt? Wahrscheinlich hat sie sich da drin erstickt. So, Leute, wir gehen raus und keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen irgendwie wieder einen Helikopter finden. Ist ja klar, ne? Denn der erste Helikopter wurde abgeschossen. Wir haben uns verbarrikadiert. Wir haben diesen Angriff überlebt. Und jetzt kommt der zweite Helikopter. Wahrscheinlich ist es eine dumme Idee, aber man weiß hier nie. Amerika ist hier jetzt nicht so dafür bekannt, dass sie so hohe Tiere haben, die besonders mit Intelligenz glänzen. Von daher ist es durchaus realitätsnah hier dargestellt. Und wir werden sehen, wie es hier das nächste Mal weitergeht, wieder bei Resident Evil 4. Vielen Dank fürs Zusehen.